herzlich willkommen zurück in Alice zerrütteter Welt des Wahnsinns. Wir sind immer noch dem Grund auf der Spur, warum hier alles auseinanderbricht. Und wir sind übrigens inzwischen in Kapitel 3, habe ich gesehen. Ja, und wie es aussieht, wird hier alles immer lustiger. Und ich gehe auch mal davon aus, dass wir demnächst der Raupe begegnen, der bekifften Alten. Oh, das war knapp. Jetzt hätte ich es fast schon wieder nicht gepackt hier. Okay, wir hacken diese Viecher hier mal weg. Und ich weiß nicht. Ah, ne, die können wir auch so weghacken. Okay. Und da... Es wirkt irgendwie gerade so, weil hier ist schon wieder so eine Wasserpfeife. Und es wirkt gerade irgendwie so, als müsste man sich nach und nach immer weiter bekiffen, um irgendwann die Raupe zu sehen. Dieser schwartige Sims scheint nur so schwach und substanzlos wie dein Vertrauen in ihn. Er wird dich tragen. Vertrau mir. Und von hinten springen uns direkt hier schon die Maden an. Ich weiß nicht, was meinte er jetzt gerade? Meinte er diese Plattform da, oder? Keine Ahnung. Jedenfalls springen wir da jetzt hinüber. Was ist das eigentlich? Ne, eine Qualle ist das nicht. Nee, das war, glaube ich, keine gute Idee. Ich dachte, irgendwie da geht's weiter. Es ist gerade ziemlich dunkel. Ich sehe nicht so viel in dem Level hier. Ich werde euch das dann später ein bisschen aufhellen, damit ihr mehr sehen könnt überhaupt in der Aufnahme. Das wäre ja irgendwie ein bisschen doof sonst. Und ich habe irgendwie so komische Hänger manchmal. So kurze Standbilder, das ist ein bisschen nervig. Okay, eine goldene Flasche. Yay. Sehr gut. Haben wir jetzt schon zwei Flaschen direkt? Und wir kämpfen uns weiter durch die Nebelschwaden. Da hinten sieht es fast danach aus, als ging es da weiter. Oder da... Ha. Kommen wir von hier aus da überhaupt rüber oder hätte ich das anders machen müssen? Wahrscheinlich hätte ich das anders machen müssen. Wir versuchen das nochmal. Wir versuchen das mal von der Seite. Weil hier ist ja schließlich so ein Dings zum Abspringen. Hui! Mal den kaputt und dann kommen da auch schon wieder die kleinen Dinger, die kleinen Blutegels. Aber hier ist irgendwie sonst nichts. Zumindest sehe ich gerade nichts. Oh, wir sollten vielleicht nicht in dieser Brühe rumstehen. Das tut unserer Haut nicht gut. Voll creepy irgendwie alles. Okay. Ups. Da drauf. Und dann auf dieses Zahnrad hier. Mäh. Oh, und schon wieder ein Hänger. Das ist ja blöd. Ich hoffe mal, dass das Level nicht so bleibt. Ich fand das letzte eigentlich... Ups, ich fand das letzte eigentlich... Hey, du sollst in die Richtung hacken. Sie ist nicht tot. Okay, es scheint nicht zu gehen. Ich dachte, man kann die Urne da irgendwie kaputt machen. Schon wieder eine Flasche. Ich fand das letzte Level irgendwie cooler, weil es heller war. Das hier ist irgendwie so... Ich weiß nicht. Ist mir irgendwie zu düster. Aber dieser Tisch ist cool. Teeparty. Was zur Hölle? Das ist sieht aus wie eine Mischung aus einer Teekanne und einer Gießkanne. Teekanone. Noch nie da gewesen. Brandneu. Automatischer Dampfablassdeckel. Druckmesser im Ziffernblattdesign. Schießt verheerende Teegranaten, spontane Teepartys schmeißen einen Volltreffer. Ist das ein Granatwerfer? Vermutlich, wa? Die Teekanone ist ein höchst probates Mittel bei Feindesgruppen. Okay. Je länger ein Schuss aufgeladen wird, desto größer ist der Radius des Einschlags. Die Teekanone kann schwache Strukturen aus der Ferne zerstören. Du kannst mit Mausrad aufwärts, Mausrad ab. Naja, das bringt mir wieder nichts, weil ich mit Controller spiele, ihr schlauen Leute.
zwischen Pfeffermühle und Teekanone wechseln. Okay, jetzt zeigt er es mir vernünftig an. Dann wollen wir doch mal gucken. Nee, ich muss auch das Richtige drücken. Aha. Ah, die funktionieren also so wie die... Ich verstehe. Die funktionieren also so ein bisschen so wie die gegnerischen Teekannen, die uns immer begegnet sind. Es ist ziemlich cool, dass wir so gegen Mitte des Spiels oder weiß gar nicht, ob wir jetzt schon weiter sind als bis zur Mitte, noch eine neue Waffe bekommen. Ich weiß gerade nicht, ob das was bringt, auf den zu schießen. Hilfe. Ganz ruhig. Ich glaube, wir auf den müssen... Ich glaube, wir müssen, wechseln. Erstmal aus der Reichweite raus. So. Ein Kopf weg. Jetzt ist die... Jetzt ist das Ding erstmal über... Überhitzt. So. Noch einer weg. Und erstmal abhauen. Scheiße! Nein! Hör auf! Friss mich nicht! Böses Ding. Ganz böses Ding. Ich finde es ein bisschen undurchsichtig, wann das Viech wirklich besiegt ist. Okay, ich glaube, jetzt haben wir fast alles. Oh, jetzt... Oh Gott. Nein, böse... Uiuiui. Wie soll ich denn da ausweichen? Hallo? Scheiß Zielmodus wieder. Bringt uns immer nur in Schwierigkeiten, der Mist. Komm schon. Ah, es hat noch nicht gereicht. Schneller. Immer noch nicht? Immer noch nicht? Gerade so ein kleines bisschen auf 108. Hey! Ich habe keine Ahnung, wie ich da ausweichen soll. Der bewegt sich irgendwie die ganze Zeit in meine Richtung. Und ich rall's nicht, wie ich das machen muss. Also der kann halt genauso schnell die Richtung wechseln wie ich. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Okay. Versuchen gleich nochmal. Ich glaube auch nicht, dass uns die neue Waffe da groß hilft. Obwohl das natürlich Sinn machen würde, weil der Gegner jetzt gerade dann spawnt, wenn wir gerade die neue Waffe bekommen haben. Ups. Nur... Irgendwie seht ihr ja, dass das... Ah doch, jetzt. Okay. Es macht halt ein bisschen mehr Schaden. Irgendwie. Oh, hat er uns schon wieder gefressen? Ja, jetzt. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wie man dem Ding ausweicht. Keine Ahnung. Okay. Ist da oben auf Dings noch? Die wachsen nach, ne? Das ist doch nicht euer Ernst. Oder muss man den vielleicht ablenken so lange? Aber das interessiert den ja auch irgendwie nicht, wenn ich so ein Ding werfe. Das ist ja das Lustige. Wir haben doch schon mal gegen so ein Viech gekämpft. Oder bin ich jetzt doof? Ich habe keine Ahnung. Finde ich gerade... Weiß ich nicht. Finde ich gerade irgendwie... Ach, man kann das Ding aufladen! Sag doch das! Sag doch das! Aber ihr versteht, was mein Problem ist gerade, oder? Also ich... Tue mich gerade ganz fürchterlich schwer zu verstehen, wie dieser Kampf funktioniert. Komm schon. Jetzt ist er wieder weg, der Kopf.
Jetzt kommt das Viech wieder angelaufen und ich kann wieder nicht mehr ausweichen. Oder muss ich einfach nur laufen? Das kann natürlich auch sein, dass ich einfach nur laufen muss und nicht ausweichen darf. Warum auch immer. Bis er mit dieser blöden Flammenwerferphase wieder durch ist. Komm schon. Oh, shit. Jetzt haben wir das wieder verpasst. Shit, 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 shit. Sehr komischer Gegner. Sehr komischer Gegner. Vor allen Dingen finde ich es gerade total komisch, weil wir schon mal gegen den gekämpft haben und das war kein Problem. Na, wobei, der hatte diese komische Phase nicht. Diese komische Flammenwerfer. Ich folge dir und du kannst überhaupt nicht ausweichen, Phase. Die Lieblingsphase bei einem jeden Boss. Naja. Egal. Kann ich hier irgendwas kaputt hacken oder so? Nö. Also manchmal kommen diese Dinger irgendwie raus. Ich weiß nicht. Lass mich in Ruhe, du blödes Viech. Also ausweichen bringt überhaupt nichts bei dem. Ja, ist ja gut. Lass mich. Wie ich ihm nicht ausweichen kann. Ich reg mich gerade voll auf. Wie ihr merkt, ich brauch das nicht dazu sagen. Ja, danke. Voll cool und so. So. Wechseln. Weil irgendwie kann man die ja im Wechsel benutzen. Dann sind die nicht so Dann, wenn die eine überladen ist, kann man die andere benutzen und so. Zack. Wenn die nicht so lange fliegen würden. Okay. Wechseln. Wieder draufballern. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, da ist er wieder weg, der Kopf. Okay, raus aus dem Zielmodus. Einfach nur laufen. Mehr kann ich ja nicht tun. Ihr habt es gesehen. Wenn ich ausweichen drücke, dann kriegt er mich erst recht. Und so bin ich irgendwie schneller, was wenig Sinn ergibt, aber es ist halt so. Okay. Alice. Wieder. Meine Fresse. Wir haben nur noch halbes Leben. Ey, ätzend. Und jetzt kriegt er uns bestimmt gleich wieder. Dann schmeiße ich aber einfach den Unbesiegbar-Modus an und klatsche das Viech weg. Ja, ist ja gut. Reicht jetzt. Ja. Ja. Sehr schön. Wir haben es geschafft. Oh. Vergiss nicht, die Zähne auszu. Ja, du mich auch. Waffen. Okay, Teekanone. Die werten wir doch direkt mal auf. Okay, also gibt es noch weitere Waffen, die man aufwerten kann. Das ist ja schon mal schön zu wissen. Und nach diesem erbitterten Bosskampf würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.